mit mehr Studienabschlüssen, mit mehr Bildungserfolg können wir unsere demografischen Probleme lösen. Da ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie kommen wir zu schnellen Erfolgen auf diesen Feldern? Wir versuchen immer mit eigenen Fördermaßnahmen ein Thema anzustoßen, auf die politische Agenda zu setzen, gute Beispiele zu finden und irgendwann natürlich hoffen, dass die Politik dann auch dieses Themenfeld als wichtig erachtet, mit eigenen Maßnahmen tätig zu werden. Wir wollen die Anstöße, die wir von unseren Mitgliedsunternehmen bekommen, in irgendeiner Art und Weise bündeln, sodass daraus ein effizientes Ganzes entsteht. Wir haben versucht, mit unserer Bildungsinitiative 2020 Handlungsfelder zu definieren, auf denen wir schon förderpolitisch tätig waren. Auch was die politische Diskussion angeht, haben wir diese Felder, nehmen Sie mal die MINT-Bildung, die Lehrerbildung, chancengerechte Bildung, das sind alles Teile dieser Initiative, Handlungsfelder, die wir definiert haben, auf denen wir auch schon in der Vergangenheit tätig waren. Jetzt haben wir das versucht, nochmal zu fokussieren, um der Debatte in Deutschland über das Fachkräfteproblem und das Demografieproblem ein bisschen Struktur zu verleihen. Es sind diese Handlungsfelder, 6 Stück haben wir definiert, chancengerechte Bildung, quartäre Bildung, internationale Bildung, das Feld beruflich-akademischer Bildung, die MINT-Bildung und die Lehrerbildung. Es sind diese Felder, auf denen wir uns weiterentwickeln wollen und müssen als Land, um das Demografieproblem, das kein Schicksal ist, zu lösen. Ja, wir haben zu wenig Kinder, das ist Fakt, aber wir können den demografischen Wandel gestalten in Deutschland. Und das macht man vor allen Dingen durch bildungspolitische Maßnahmen. Da gilt es, mehr Bildungspotenziale als bisher zu heben in Deutschland. Diejenigen, die bisher gewissermaßen die Verlierer unseres Bildungssystems waren, zu Bildungserfolg zu bringen, auf jeder Stufe, bis hin zur akademischen Bildung. Es geht darum, die Ausbildungswelten unseres Erfolgsmodells duale Ausbildung und akademische Ausbildung in sinnvoller Weise zu verschränken, damit wir nicht die Gefahr laufen, dass durch eine zunehmende Akademisierung die berufliche Ausbildung sozusagen kannibalisiert wird und im Niveau absinkt. Da müssen wir Schnittstellen schaffen. Wir machen das sehr erfolgreich in Deutschland. Das Thema der Weiterbildung, des lebenslangen Lernens, der Weiterqualifizierung innerhalb einer Lebensbiografie ist ein ganz wichtiges, auch für unsere Mitgliedsunternehmen. Und das Thema MINT-Bildung und Internationalisierung sowieso. Um das Beispiel chancengerechte Bildung mal anzusprechen, haben mit der Stiftung Mercator eine Initiative gestartet, die nennt sich Studienpioniere. Das Ziel dieser Initiative ist, First Generation Students an Hochschulen zu bringen, speziell an Fachhochschulen, weil wir glauben, das sind eigentlich Aufsteigerhochschulen. Die sind mal mit diesem Impetus gegründet worden in den 70er Jahren, haben das im Laufe der Zeit so ein bisschen vernachlässigt, dieses Thema. Und wir glauben, das muss wieder aktiviert werden an den Fachhochschulen. Ziel ist es, Menschen aus bildungsfernen Hintergründen, Migranten, aber auch Menschen, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, an Hochschulbildung heranzuführen. Das ist mehr als immer nur das Bildungspotenzial zu heben, was diese Menschen mitbringen. Das sind auch teilweise kulturelle Hürden, die sie überspringen müssen, gerade was das Thema Migranten und Hochschulbildung angeht. Da gibt es auch noch kulturelle Vorbehalte in den Familien. Das kann man aber offensiv angehen, da gibt es gute Beispiele. Und es gibt sogar Beispiele von Fachhochschulen und Hochschulen, die sich mittlerweile als in den Metropolregionen als Migranten, als Aufsteigerhochschulen definieren. Und die wollen wir damit stützen. Das ist ein Feld, in dem wir, finde ich, sehr gute Initiativen auch entdeckt haben. Und die wollen wir in den nächsten Jahren begleiten. In anderen Feldern wollen wir ganz eng mit den Hochschulen zusammenarbeiten, um die Qualität von bestimmten Maßnahmen weiter zu steigern. Nehmen Sie das ganze Feld des dualen Studiums. Da haben wir ein Qualitätsnetzwerk jetzt gebildet, in dem relevante Hochschulen, die sich diesem Thema öffnen, die das Thema weiter vorantreiben wollen, zusammenfinden und mit uns gemeinsam Empfehlungen für eine Qualitätsentwicklung dieses Bereiches. Gerade in der Schnittstelle zwischen der beruflichen Ausbildungswelt und der akademischen, da liegt vieles im Argen. Das hat ein bisschen was zu tun, auch mit den extrem steigenden Zahlen von Dualstudierenden.
Aber dieser Schnittstelle wollen wir uns ganz besonders widmen. Das nächste Beispiel, was ich nennen kann, ist im Bereich der MINT-Bildung das Qualitätsnetzwerk Studierendenerfolg. Wir würden ja schon viele unserer Probleme in den MINT-Fächern lösen können, wenn wir diejenigen, die das studieren, auch zu einem Abschluss bringen. Also die Abschlussquoten, das ist bekannt, liegen bei zwischen 30, teilweise 50%. Das ist für ein Hochschulsystem eine Katastrophe, das ist für den Einzelnen eine Katastrophe und das ist eine Ineffizienz, die wir uns nicht länger leisten können. Nun fragt man sich, wie kann man das vorantreiben? Natürlich kann man da, das ist ganz klar, man muss politisch auch handeln. Ja, da haben wir Empfehlungen gemacht, dass sich zum Beispiel die Hochschulfinanzierung jetzt nicht nur an den Studienanfängerzahlen misst, ja, sondern an den Absolventenzahlen. Das wäre schon einmal ein großer Hebel, um die Aufmerksamkeit der Hochschulen auch auf einen Studienerfolg zu richten und nicht nur darauf, wie man möglichst viele in den ersten Semestern rausprüfen kann. Aber es geht natürlich auch darum, die Instrumente, die es an verschiedenen Stellen schon gibt, in einem sinnvollen Ganzen zusammenzuführen, damit andere auch da lernen können von den Erfolgen Einzelner in bestimmten Bereichen. Das ist das Ziel dieser Initiative. Wir haben auch eine Initiative jetzt ins Leben gerufen, die nennt sich Bildungscluster. So ein bisschen an Anlehnung an unser sehr erfolgreiches Programm Stadt der Wissenschaft, wo wir Regionen aufgefordert haben, gegen dieses Fachkräfteproblem in Allianzen entgegenzutreten. Allianzen zwischen Hochschulen, den Schulen, den Unternehmen vor Ort und den Kommunen, die in einem sinnvollen und strukturierten Abstimmungsprozess dafür sorgen sollen, dass entweder Fachkräfte gewonnen werden oder Fachkräfte nicht abwandern. Das ist so ein bisschen gerade auf metropolenferne Zielgruppen auch ausgerichtet gewesen, dieser Wettbewerb. Wir haben da jetzt mit Lüchow-Dannenberg, Greifswald, Kiel und Ostwestfalen-Lippe sehr unterschiedliche Regionen ausgezeichnet, die auf ganz unterschiedlichen Wege, aber in Kooperation mit diesen Partnern, die ich gerade beschrieben habe, Fachkräftesicherung betreiben wollen. Und ich finde, das sind alles gute Beispiele, die wir auch in Zukunft nicht nur fördern, sondern auch begleiten wollen, um dann wieder in einem Diskurs auch die Erfahrung aller an einen Tisch zu bringen. Also Sie sehen, wir haben eine Menge Initiativen auch angestoßen. Das wird in den nächsten Jahren auch mit weiteren Initiativen passieren. Im Bereich der Lehrerbildung, glaube ich, können wir nochmal auch im Schulterschluss mit anderen Stiftungen sehr viel bewegen. Immerhin hat das Thema Lehrerbildung jetzt auch im politischen Raum viel mehr Resonanz als noch vor einigen Jahren, indem jetzt Bund und Länder sich auf eine Lehrerinitiative mindestens mal formal geeinigt haben. Mal sehen, was am Ende dann als Förderprogramm dabei rauskommt. Also Sie sehen, wir versuchen immer mit eigenen Fördermaßnahmen ein Thema anzustoßen, auf die politische Agenda zu setzen, gute Beispiele zu finden und irgendwann natürlich hoffen, dass die Politik dann auch dieses Themenfeld als wichtig erachtet, mit eigenen Maßnahmen tätig zu werden. Denn nichts ist erfolgreicher als Stifterverbandsinitiative, wenn sie sich irgendwann abschafft. Wir haben das so gestaltet, dass wir nicht nur politische Forderungen stellen, nicht nur Förderpolitik betreiben mit eigenen Initiativen und Projekten, übrigens auch im Schulterschluss mit anderen Stiftungen und Unternehmen, die ja wir einladen, in dieser Bildungsinitiative mitzuwirken, sondern wir wollen dem Ganzen auch Ziele setzen und wir wollen überprüfen, ob wir diese Ziele erreichen. Deshalb haben wir zusammen mit McKinsey einen jährlichen Hochschulbildungsmonitor entwickelt, der Ziele auf diesen Handlungsfeldern definiert, Kennzahlen entwickelt, insgesamt 70 Kennzahlen für diese Handlungsfelder. Und wir überprüfen jedes Jahr, wie weit wir auf diesen Feldern vorangeschritten sind und geben Empfehlungen, wenn es noch nicht so weit ist, wenn der Weg noch nicht sozusagen erfolgreich beschritten ist, wie man die Politik in diesen Feldern verbessern könnte. In einigen Feldern kommen wir gut voran. Nehmen Sie mal die Akademisierungsquote in Deutschland. Mittlerweile hat das eine Zahl erreicht, fast 50%, die noch vor 6, 7 Jahren völlig undenkbar erschien. Und mittlerweile bedroht das die berufliche Ausbildung. Die Schere zwischen beruflichen Ausbildungsverträgen und denjenigen eines Jahrgangs, die ein Studium beginnen, die war vor fünf Jahren noch bei etwa 2/3, 1/3. Ja? Jetzt ist das nahezu ausgeglichen. Und wenn es so weitergeht,
wird die berufliche Ausbildung darunter leiden und das müssen wir verhindern, um nur ein Feld zu nennen. Im Bereich der Internationalisierung gelingen uns nur wenig Fortschritte. Im Bereich der Lehrerbildung haben wir festgestellt, dass wir sogar eher rückschreiten als nach vorne gehen. Also das sind Felder, auf die wir uns besonders auch in den nächsten Jahren konzentrieren wollen.